Moskitos. Sie können einen im Sommer so richtig ärgern. Kurz nicht aufgepasst, sticht die Mücke und wir sind nur noch mit Kratzen beschäftigt. Aber nicht nur das, manche Moskitos können auch Krankheiten übertragen. Mit jährlich rund 800.000 Toten weltweit ist es das gefährlichste Tier für den Menschen. 2007 wurde die asiatische Tigermücke das erste Mal in Deutschland entdeckt. Ein Gast aus Fernost, der zwar nicht willkommen ist, sich aber inzwischen sehr wohl bei uns fühlt. Die guten Entwicklungsbedingungen entstehen vor allem durch den Klimawandel. Steigende Temperaturen und längere Hitzeperioden fördern die Tigermücke. Wenn dann noch genügend Brutstätten zur Verfügung stehen, können sie sich rasend vermehren. Heidelberg Kleingartenverein. Die Gärten hier werden gehegt und gepflegt. Trotzdem sind auch hier immer potenzielle Brutstätten der Tigermücke zu finden. Und die Fehler sind die gleichen, die die Menschen zu Hause in ihrem Garten auch machen. Deshalb ist es so wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, worauf die Tigermücke angewiesen ist. Sie hat sich sehr an den Lebensraum des Menschen, also den Siedlungsbereich, angepasst. Sie findet dort in den kleinsten Wasseransammlungen Entwicklungsmöglichkeiten. Und das macht auch die Bekämpfung so schwierig. Wir müssen hier mit der Bevölkerung arbeiten. Wir müssen die Bevölkerung informieren, was sie selbst machen kann. Das sind kleinste Wasseransammlungen, kleines Plastikspielzeug, wo sich Regenwasser ansammeln kann. Regentonnen sind oft Massenbrutplätze, aber auch Eimer und Gießkannen, ungenutzte Blumenvasen sind oftmals Brutstätten. Und hier setzen wir auch an, eben mit der Hilfe der Bevölkerung, dass man unnötige Wasseransammlungen beseitigt, dass man die größeren Wasseransammlungen saniert, wie Regenfässer beispielsweise, kann man Netze drüber legen oder Eimer und Gießkannen umgedreht hinstellen oder unter dem Dach, dass sich kein Regenwasser ansammeln kann. Die Mithilfe der Bevölkerung ist also wichtig im Kampf gegen die Tigermücke. Gartenbesitzer sollten darauf achten, der Tigermücke keine Brutstätten zur Verfügung zu stellen. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.